Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein paar Zuschauer sind auch noch da zu dieser späten Stunde. Politik ist die Kunst, Probleme zu lösen und nicht neue zu schaffen. Der Redebeitrag der AfD war ein Beispiel dafür, ein Beleg dafür, sie lösen kein einziges Problem und schaffen jede Menge neue. Probleme lösen, darum geht es heute. Politische Entscheidungen können rückgängig gemacht werden, wenn man der Meinung ist, es funktioniert nicht so, wie man sich das ursprünglich gedacht hat. Und deshalb ist es gut und völlig in Ordnung, dass Sie von der FDP heute diesen Antrag vorlegen. Wir finden ihn allerdings wenig gelungen. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Er bringt mehr Probleme, als er lösen würde, und er ist voller Widersprüche. Natürlich entstehen durch die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen in den Unternehmen Kosten. Aber mal zur Erinnerung, das Vorziehen der Fälligkeit folgte damals auch einem Wunsch der Arbeitgeber. In der Begründung des Gesetzes von 2006 heißt es, ich zitiere mit Genehmigung des Präsidenten, die Neuregelung kommt auch einem Anliegen der Arbeitgeber entgegen, die bis dahin geltende rückwirkende Fälligkeit solcher Entgelttatbestände kritisiert hat. Würde man Ihrem Vorschlag nachkommen, würde der Sozialversicherung, zum Beispiel der Rentenversicherung, Geld fehlen. Das ist ganz banal. Lassen Sie mich doch mal ausreden. Das wissen Sie auch. Für so schlau halte ich Sie schon. Und deshalb schreiben Sie ja in Ihrem Antrag, die Liquidität der Sozialversicherung soll gewährleistet bleiben. Das ist ja schon mal ganz schön. Dafür sollen Unternehmen zum Jahresbeginn eine freiwillige Sonderzahlung leisten. Woher kommt das Geld? Die jetzige Regelung, das kritisieren Sie, führt dazu, dass insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen Finanzmittel entzogen werden. Das steht so in Ihrem Antrag, die für Investitionen und Innovation fehlen. Aber warum ist das bei Sonderzahlungen anders? Eine Sonderzahlung, die noch gar nicht erwirtschaftet ist, sondern aus dem Ertrag des Vorjahres finanziert werden muss. Dazu findet sich nichts in Ihrem Papier, Fehlanzeige. Warum das weniger aufwendig sein soll als die aktuelle Regelung, bleibt offen. Fehlanzeige. Immerhin haben Sie gemerkt, dass man eine solche Krücke braucht. Denn Sie haben ja 2015 im Nordrhein-Westfälischen Landtag schon mal einen solchen Antrag gestellt. Ziel war es damals, zum alten System zurückzukehren. Die Deutsche Rentenversicherung hat Ihnen damals vorgerechnet, dass allein sie Beitragsausfälle von 15 Milliarden Euro zu verkraften hätte. Außerdem würden die Beiträge steigen um 1,25 Prozentpunkte. Das hätte Arbeitgeber mit Milliardenbeträgen belastet. Arbeitgeber, die Sie doch eigentlich entlasten wollen. Kollege Kapschak, der FDP-Kollege versucht beharrlich, Herr Kemmerich, eine Zwischenfrage zu stellen. Gestatten Sie das? Bitte schön. Schon seine zweite heute und die letzte. Ja. Sehr zuvorkommend, Herr Präsident. Vielen Dank. Ich versuche es noch mal aus dem Antrag zu erklären. Können Sie nachvollziehen, wie wir in unserem Antrag beschreiben, dass nur die Unternehmen, die die Sondervorauszahlung, was ungefähr der tatsächlichen Beitragszahlung entspricht, in den Genuss kommen, die Beitragsfälligkeit der Meldung und auch letztlich die exakten Zahlungen zu verschieben. Alle anderen zahlen wie bisher. Und insofern entsteht der Rententrägerschaft, den Sozialversicherungen kein Ausfall. Und gleichzeitig bin ich in die Lage versetzt, immer spitz abzurechnen, wenn ich das will, entweder im laufenden Monat oder im folgenden Monat. Und ich spare signifikant Aufwand. Ist Ihnen das nachvollziehbar? Also, Herr Kollege, Sie können davon ausgehen, dass ich Ihren Antrag gelesen habe. Und ich sage es ungern, ich habe mich auch mal wissenschaftlich mit solchen Themen beschäftigt. Also, ich habe das schon nachvollzogen. Trotzdem finde ich es nicht plausibel. Ja, ich finde es nicht plausibel. Und Sie haben eine Krücke gesucht, um Ihren Antrag von 2015 wieder vortragen und einbringen zu können. Aber Ihr neuer Vorschlag macht es nicht wesentlich besser. Er bedeutet einen massiven Eingriff in die Finanzierung, zum Beispiel der Rentenversicherung. Und da kann ich mir zum Schluss auch eine Bemerkung nicht verkneifen. Vertreter der FDP haben sich ja vor ein paar Tagen ganz schnell die abenteuerlichen Rechnungen einiger sogenannter Rentenexperten zu eigen gemacht. Die Rentenpläne der Koalition seien unbezahlbar,
hieß es da lautstark. Wie Sie diese Position mit Ihrem heutigen Antrag in Einklang bringen können, ist mir schleierhaft, aber vielleicht erfahren wir dazu ja etwas im Ausschuss. Herzlichen Dank.